Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema, wenn Essen zur Sucht wird. Ich habe ein Video entdeckt von Dr. Joan Ifland, das werde ich verlinken in der Beschreibung. Thema ist der Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Suchtverhalten. Die Sucht nach Kohlenhydraten. Esssucht hat jeder schon mal gehört, aber es ist eigentlich die Sucht nach Kohlenhydraten. Dr. Ifland hat ein Lehrbuch geschrieben über dieses Thema und das hat in der Fachwelt ziemliche Wellen geschlagen und wird erfreulicherweise sehr beachtet. Es erläutert sehr anschaulich, warum wir uns überfressen, womit wir uns überfressen und dass wir es mit einem Ernährungssuchtproblem zu tun haben. Die Sucht nach Essen oder Kohlenhydraten wird gerne schön geredet. Viele bestreiten, dass es sie überhaupt gibt. Und es ist ungefähr so, als ob man Kokainsucht mit einem Schnupfproblem abtun würde. Es ist aber eine Sucht. Und bei einer Sucht muss man sich mit der Substanz auseinandersetzen und mit den Problemen, die durch den Missbrauch entstanden sind. Bei einem Raucher sucht man nicht nach psychischen Problemen und anderen Ursachen, sondern man konzentriert sich darauf, dass er mit dem Rauchen aufhören muss, also den Missbrauch beenden. Es ist eine Nikotinsucht und kein psychisches Problem. Bei Zigaretten ist die Problematik die gleiche wie bei allen anderen Süchten. Behörden und Regierungsorganisationen sind der Meinung, dass es zwischen Zigaretten und Nahrungsmittelmissbrauch einen Unterschied gibt, aber die beiden sind sehr vergleichbar. Wer raucht, der weiß, dass er raucht. Er ist nicht der Meinung, dass er nur atmet. Bei einer Sucht nach verarbeiteten Lebensmitteln geht man aber davon aus, dass man nur isst. Nach dem Motto, Essen ist Essen. Egal, woraus die Nahrung besteht. Die Leute denken, dass sie essen. Sie kommen nicht auf die Idee, es mit einer Sucht zu tun zu haben. Der Raucher weiß, dass er nicht nur atmet, aber der Esser hat diese klare Unterscheidung nicht. Denn Essen ist ja Essen. Wenn jeder rauchen würde, wäre es keine Sucht, dann wäre es normal. Und das ist das Problem mit hochverarbeiteten Lebensmitteln. Weil ja jeder isst, ist es normal. Unsere Gesellschaft akzeptiert dieses Verhalten. Niemand stellt sich vor, dass da ein Problem sein könnte, weil es alle machen. Es ist Normalität. Zunächst wussten die Menschen nicht, dass der Zigarettenkonsum eine Sucht ist. Und seit aber klar ist, dass Zigaretten Lungenkrebs verursachen, wollen viele aufhören und mussten dann feststellen nach und nach, dass sie es nicht konnten. Die breite Masse wurde sich der süchtig machenden Eigenschaften von Zigaretten erst bewusst, als immer mehr Leute nicht mehr mit dem Rauchen aufhören konnten. Dann gab es Programme, die helfen sollten, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Tabakindustrie war die süchtig machende Wirkung von Zigaretten durchaus bekannt und sie war gewollt. Mit dem Hinzufügen von Zucker und anderen süchtig machenden Substanzen wurde der Suchtfaktor sogar noch verstärkt. Und gleichzeitig gab es dann Zigaretten mit niedrigem Teergehalt, mit denen man die Sache wieder schön reden wollte. Bei verarbeiteten Lebensmitteln haben wir nicht dieselbe Klarheit wie Zigaretten, weil Rauchen ist nicht Atmen, aber Essen ist Essen. Bei Getränken unterscheidet man nach alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Beim Essen gibt es süchtig machende und nicht süchtig machende Lebensmittel, aber offiziell gibt es keine solche Unterscheidung. Was darüber entscheidet, ob wir süchtig werden oder nicht, ist der Verarbeitungsgrad. Wir essen nicht, um am Leben zu bleiben, sondern wir essen, weil die Nahrung uns ein gutes Gefühl gibt. Nahrungsaufnahme stimuliert Endorphine. Je weiter verarbeitet ein Lebensmittel, desto stärker die Wirkung auf das Suchtzentrum des Gehirns. Die Zigaretten erhielten im Laufe der Zeit immer mehr süchtig machende Substanzen und die Zielgruppe wurde immer jünger. Also man hat sich seine Kunden sozusagen herangezogen. Die Nahrungsmittelgiganten haben verarbeitete Lebensmittel so billig wie möglich gemacht, um den Profit zu maximieren. Nachdem die Schädlichkeit von Zigaretten bekannter war und dies den Tabakunternehmen Gewinneinbußen bescherte, haben sie
Lebensmittelunternehmen aufgekauft und angefangen, dort die altbewährten Methoden einzusetzen. In dem Buch Sugar Salt Fat oder Sugar Fat Salt, Zucker, Fett, Salz von Michael Moss, ist eine Szene mit Verantwortlichen der Tabakindustrie beschrieben, in der die sich in New York abgespielt hat, wo sich die Verantwortlichen der Lebensmittelhersteller trafen. Ziel war es, die Produkte so suchtfördernd wie möglich zu machen und die Zusammensetzung von Zucker, Salz und Fett zu optimieren. Optimieren in Anführungszeichen. Nachdem das Rauchen nicht mehr salonfähig war, wurde nach anderen Einnahmequellen gesucht und auf Produkte mit den gleichen süchtig machenden Eigenschaften wie Tabak ausgewichen. Das ist ein universelles und erfolgversprechendes Geschäftsmodell, egal um welche Produkte es geht. Dieses Geschäftsmodell hat das Ziel, die Neuronen dahingehend zu beeinflussen, dass sie mit Suchtverhalten reagieren. Die Sucht kommt von hyperaktiven Signalleitungen im Gehirn. Und wie macht man das? Um süchtig zu werden, muss man die Substanz so häufig wie möglich konsumieren. Dafür wird mit einem niedrigen Preis gesorgt. Die Neuronen dahingehend trainieren, dass angenehme Neurotransmitter nur unter dem Einfluss dieser Substanz freigesetzt werden. Ziel ist, dass man nur unter dem Einfluss dieser Substanz ein gutes Gefühl hat. Dies bedeutet, das Produkt muss süchtig machende Substanzen enthalten. Im Fall von Lebensmitteln wird die Zusammensetzung von Zucker, Fett und Salz optimiert. Man muss bei einer möglichst jungen Zielgruppe anfangen, bei der die Neuronen noch in der Entwicklung sind. Und diese Neuronen so verändern, dass sie unstillbares Verlangen produzieren. Man braucht viel Werbung und gezielte Konditionierung. Wenn man eine Werbung 100-mal gesehen hat, festigt sich ihre Aussage im Gehirn. Man erreicht, dass der Zuschauer ständig an die beworbenen, süchtig machenden Lebensmittel denkt, beziehungsweise sie kauft, wenn er sie sieht. Nachdem Big Tobacco sich eingemischt hatte, vervielfachte sich die an Kinder gerichtete Werbung. Anfang gab es pro Samstagmorgen 160 Werbespots im amerikanischen Fernsehen für Zucker, Fett und salzhaltige Produkte. In 7 Jahren stieg die Zahl der Werbespots, die in 65 Millionen Haushalte getragen wurden, auf 560 pro Samstagmorgen. Werbung sorgt für schnelle Verbreitung und guten Umsatz. Die Folge sind explodierende Zahlen bei den Fettleibigen. Die Leute von Big Tobacco wussten, was sie taten, und sie hatten Erfolg. Sie verfügten zu diesem Zeitpunkt über jahrzehntelange Erfahrung, und nachdem Tabak nicht mehr salonfähig war, wurde in den 80er und 90er Jahren nach einem neuen Geschäftsmodell gesucht und es wurde gefunden. Die Produkte müssen leicht verfügbar sein. Idealerweise kann man sie überall und jederzeit kaufen, Supermärkte, Tankstellen, Automaten. Die Produkte müssen preiswert sein. Früher waren Zigaretten und Alkohol billig und frei verkäuflich. Über ihre Auswirkungen auf die Gesundheit war wenig bekannt. Heute unterliegen sie strengen Kontrollen. Man braucht einen Ausweis, um sie zu kaufen. Werden wir für verarbeitete Nahrung oder Süßigkeiten jemals einen Ausweis brauchen? Wohl kaum. Es gibt Versuche, verarbeitete und ultraverarbeitete Lebensmittel zu definieren, aber diese Bestrebungen werden von Menschen mit unlauteren Motiven torpediert. Das war auch beim Tabak schon so. Es gibt beeindruckende Desinformationskampagnen. Zwischen der Erkenntnis, dass Zigaretten Krebs verursachen, und den ersten Gesetzen zur Kontrolle des Tabakkonsums vergingen schlappe 45 Jahre, weil es der Tabakindustrie immer wieder gelang, den US-Kongress sehr effektiv zu beeinflussen. Bei verarbeiteten Lebensmitteln gibt es keine konkreten Regelungen und es wird sie wohl auch nie geben. Auf Regierungsebene ist nichts zu erwarten, auf lokaler Ebene tut sich zwar etwas, wie zum Beispiel die Zuckersteuer. Das ist eigentlich ein Selbstläufer. Die Steuer bringt zusätzliches Einkommen und macht Produkte weniger attraktiv, weil sie teurer sind. Aber man kann in den USA mit Referenden verhindern, dass auf lokaler Ebene Steuern erhoben werden.
Niemand zahlt gerne mehr Steuern, aber sie sind ein gutes Hilfsmittel, weil niedrige Preise der Sucht Tür und Tor öffnen. Bei Zigaretten gab es viel Aufklärung, aber was den Erfolg brachte, waren massiv steigende Preise. Der Zigarettenpreis hat sich seit den 70er Jahren vervielfacht, von etwa 50 Cent pro Schachtel auf inzwischen um die 7 US-Dollar. Ich kann mich erinnern, ich habe 1978 50 Cent für eine Schachtel Zigaretten bezahlt und habe dann das Rauchen aufgegeben, kurz danach. Die Besteuerung von Süßgetränken ist ein wichtiger Schritt, weil der Zucker in Flüssigkeiten, in Getränken, schneller vom Körper aufgenommen wird und man dadurch eher süchtig wird als von fester Nahrung. Zu den Inhaltsstoffen von Süßgetränken gehören fast immer Salz und Koffein, was die Wirkung noch verstärkt. Alles ist perfekt durchdacht, aber das macht sie gefährlich. Wir befinden uns in einer Zuckerschwemme, Süßgetränke, süße Lebensmittel überall. Und gerade jetzt um die Weihnachtszeit, süß, süßer am süßesten. Ja, sie sind so leicht zu bekommen und zu essen und der Sättigungseffekt ist effektiv null. Und das ist das Problem. Zu viel davon ist nie genug. Howard Moskowitz von der Harvard University hat mit Tausenden von Testern Hunderte von Süßegraden getestet und es gelang ihm, den Zuckergehalt in einem Lebensmittel zu optimieren. Maximieren, meint das? Zucker wird vom Körper nicht als Nahrung erkannt, deshalb hat er keine Wirkung auf die Sättigungssensoren im Gehirn. Stattdessen nimmt der Körper ihn als Droge wahr. Man entwickelt eine Toleranz. Je mehr man konsumiert, desto mehr braucht man, um den gleichen Effekt zu erreichen. Und dadurch verschlimmert sich der Missbrauch langsam. Für die Diagnose von Alkoholismus gibt es 11 Kriterien, die sich wunderbar auf die Esssucht, Kohlenhydratsucht übertragen lassen. Hochverarbeitete Lebensmittel konsumieren hat mit Essen nichts zu tun. Es ist eine Sucht. Zu den Suchtkriterien gehört die zunehmende Toleranz. Man braucht immer mehr von der Substanz. Na, da hört man dann die Leute sagen, früher habe ich zweimal die Woche Eis gegessen, dann jeden Tag und jetzt zweimal am Tag. Oder bei mir gab es immer eine Portion Cornflakes zum Frühstück, jetzt brauche ich zwei. Das ist Progression, Entwicklung in die falsche Richtung und es zeigt, dass jemand ein Problem mit einer Sucht hat. Oder mit einer süchtig machenden Substanz. Die Liste, die für Alkoholiker entwickelt wurde, lässt sich gut im Zusammenhang mit Nahrung anwenden. Wie gesagt, das erste Kriterium ist unbeabsichtigter Verzehr. Das heißt, man will ein Plätzchen essen zum Beispiel, aber man isst 10 und beim nächsten Mal die ganze Packung. Danach kommt die Unfähigkeit, weniger davon zu essen. Jeder, der schon einmal versucht hat abzunehmen, kennt dieses Phänomen und es dauert nicht lange, bis das Gewicht wieder drauf ist oder es geht gar nicht erst runter. Die Unfähigkeit, weniger zu essen, ist epidemisch. Ein weiterer Faktor ist die Zeit, die man mit seiner Substanz verbringt. Viele Leute sind den ganzen Tag mehr oder weniger mit ihren, den ganzen Tag mehr mit ihren Zwischenmahlzeiten als mit ihrem Job beschäftigt. Nach der Arbeit hält man dann auf dem Heimweg nochmal irgendwo an, um seine Droge zu besorgen. Das nächste ist Verlangen. Jeder hat es. Man verbringt mehr und mehr Zeit mit der Droge seiner Wahl und beschäftigt sich immer weniger mit anderen Dingen. Viele nehmen gar nicht mehr am sozialen Leben teil oder ziehen sich ganz zurück. Sie leiden. Vielleicht unterhalten sie sich gerade mit jemandem, aber woran sie insgeheim denken, ist ihre Droge. Sie wollen, dass Familienmitglieder endlich ins Bett gehen, damit sie sich ungestört der Substanz ihres Vertrauens hingeben können. Ja, und der Gipfel der Geschichte sind dann diese Fressgelage, die manche Leute machen, wo sie dann an einem Abend Zehntausende von Kalorien vertilgen. Ne? Dieses Binge-Eating. Diese Menschen sind nicht wirklich im Hier und Jetzt, sondern sie leben von einem High, von einem Kick zum nächsten.
Ein weiteres Kriterium ist die Unfähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen. Man kümmert sich nicht mehr richtig um seine Kinder oder man muss einen Job aufgeben, weil man aufgrund irgendwelcher körperlicher Beschwerden nicht mehr zur Arbeit kommt. Der Konsum von Drogen dieser Art, trotz besseren Wissens, gehört ebenfalls dazu, ebenso das Herunterspielen der Konsequenzen. Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll diese Dinge nicht essen, aber sie sind so gut, also esse ich sie weiter. Das nächste sind Entzugserscheinungen. Bei Lebensmitteln rechnet man nicht mit Entzugserscheinungen, aber jeder hat sie. Und woran erkennt man sie? Man isst aus Gründen, die mit Hunger nichts zu tun haben. Man isst, weil man müde, gestresst oder genervt ist. Das sind Entzugserscheinungen. Der Wunsch zu essen ist der Versuch, die Entzugserscheinungen abzumildern. Ein weiteres Kriterium ist der gefährdende Konsum. Also wenn man am Steuer mit Essen beschäftigt ist und mit den Ellenbogen lenkt. Die meisten betroffenen Menschen kennen alle der genannten Punkte. Es ist immer der gleiche Mechanismus, egal ob Zigaretten, Alkohol oder Nahrung. Bei Brokkoli und Fleisch hat niemand solche Probleme. Bei naturbelassener Nahrung käme weißer Reis mit Soße der verarbeiteten Nahrung noch am nächsten. Und man reagiert auch genauso darauf. Man isst zu viel. China-Restaurant, Riesenpott Reis und jo, und dann haut man rein. Ne? Weißer Reis ist bereits ein verarbeitetes Produkt, weil die Ballaststoffe entfernt worden sind. Isst man viele Ballaststoffe und etwas Fett mit der Mahlzeit, wird Stärke oft besser verstoffwechselt. Insbesondere Low-Carb-Stärke wie grüne Erbsen oder Winterkürbis. Für insulinsensitive Menschen funktioniert das. Aber für viele insulinresistente Menschen und Diabetiker, und das sind nach neuesten Rechnungen mehr als die Hälfte der Bevölkerung, stellen sogar unverarbeitete Kohlenhydrate ein Problem dar. Von braunem Reis isst man weniger als von weißem, weil er einfach nicht so gut schmeckt. Ne? Regierung und Legislative trauen sich nicht an das Thema heran und sie werden sich niemals gegen die Lebensmittelhersteller wenden oder stellen. In den USA ist die Nahrungsmittelindustrie 13 Mal größer als die Tabakindustrie. Jeder US-Staat hat unabhängig von seiner Größe 2 Senatoren und diese Senatoren stehen immer auf der Seite von Industrie und Subventionen. Und in Deutschland ist es nicht sehr viel anders. Man mag es kaum glauben, aber es gab eine Zeit, als sogar Tabak subventioniert wurde, also zumindest in den USA. Ja, wo kommen diese süchtig machenden Substanzen nun her? Hauptbestandteil der Nahrung ist Weizen. Dieser enthält Gluten und Gluten macht süchtig. Aus Mais entsteht Isoglucose bzw. Maissirup und dann gibt es den guten alten Zucker, der zur Hälfte aus Fruchtzucker besteht, der auch nicht gut ist. In den USA produziert fast jeder Staat Weizen und Mais und die werden subventioniert. Als Gesetzgeber stellt man sich nicht gegen eine Industrie des eigenen Landes. Die massive Subventionierung, wie beim Mais in den USA, hat zur Folge, dass die Hersteller die daraus hergestellten Produkte spottbillig verkaufen können. Und dies zu ändern ist keine leichte Aufgabe. Wer eine politische Laufbahn verfolgt, hat bestimmte Fähigkeiten, die aber das Gegenteil von dem sind, was für unsere Zwecke wichtig wäre. Freaks wie Ivor Cummins und Dave Feldman wäre das, was wir brauchen. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich in dieser Form zu Wort melden, aber es ist noch ein langer Weg, bis sie sich alle Gehör verschafft haben. Es ist eine enorme Herausforderung. Verantwortliche zum Umdenken zu bringen, ist eine Mammutaufgabe und wichtig dabei ist die Information. Im Gegensatz zu Alkoholsüchtigen, die sich oft in Bars tummeln, ziehen sich Lebensmittelsüchtige nach Hause zurück. Niemand will in der Öffentlichkeit mit 2 Dutzend Donuts gesehen werden und so isolieren sich diese Menschen immer mehr.
Dr. Ifland erreicht die Menschen dort, wo sie sind, bei sich zu Hause, per Videokonferenz. Die Leute wollen weg von der Sucht, können es aber nicht. Vielleicht hatten sie schon mal Erfolg, aber irgendwie funktioniert es dann nicht mehr und es macht Angst. Erste Erfolge kommen durch simples Kopieren. Das sind die Spiegelneuronen im Gehirn. Man schaut sich etwas an, was andere tun, und möchte dazugehören. Man möchte es ihnen gleich tun. Wenn diese Leute es schaffen, sich normal zu ernähren, dann kann ich es auch. Auf diese Art und Weise habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe unter sehr vielen Menschen gelebt, von denen keiner geraucht hat. Und das hat mir die Sache sehr viel leichter gemacht. Und dann ist es auf einmal ganz einfach. Man muss einfach nur nachmachen, was man sieht. Das beendet den Kampf, der sich von morgens bis abends im eigenen Kopf abspielt. Die Spiegelneuronen sind stark genug, um die ganze Debatte zu stoppen. Sie sagen, mach einfach das, was alle machen. Und sie helfen uns damit, uns zu befreien. Sie werden aber von der Industrie auch manipuliert. Alle machen das Gleiche und so entsteht die Sucht überhaupt erst. Aber sie helfen uns auch dabei, aus dieser Sucht wieder herauszukommen. Die Low-Carb-Bewegung wächst so schnell, dass es immer mehr Menschen gibt, die die gleiche Gesinnung haben, die sich gegenseitig unterstützen. Und es ist nicht erforderlich, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Low-Carb-Fans gibt es überall. Und man kann sich zum Beispiel bei Facebook eine Sippe suchen, die das gleiche Ziel hat und mit diesen Menschen interagieren. Das aktiviert die Spiegelneuronen und es erleichtert den Einstieg. Viele Menschen bräuchten aber auch professionelle Hilfe. Die Fachwelt glaubt aber nicht, dass Essen süchtig macht. Und deswegen passiert da nichts. Wenn man Fremde sieht, die sich gut ernähren, dann hat die eigene Gesundheit wenig davon. Aber Leute, die man kennt, die beobachtet man etwas genauer und man beginnt sich Fragen zu stellen. Es wird einem vorgelebt, man fängt an, es nachzumachen oder sich zumindest dafür zu interessieren. Und dann hat das Ganze eine Chance. Je mehr das Gleiche tun, desto leichter ist es, auf den Zug aufzuspringen und es ihnen gleich zu tun. Man will sich besser ernähren, man will abnehmen, gesünder werden. Und die Spiegelneuronen stimulieren den Teil des Gehirns, in dem Emotionen verarbeitet werden. Die Sucht sagt, iss das. Und die Spiegelneuronen antworten, das tut unsere Sippe nicht. Spiegelneuronen kann man stärken, indem man die Nachricht, die zur Verbesserung der eigenen Situation beitragen soll, immer und immer wieder anhört und sie verinnerlicht. Man kann gar nicht genug Zeit mit dem Thema seiner Wahl verbringen. Man muss sich nicht unbedingt mit Gleichgesinnten irgendwo treffen. Es reicht, sich Videos anzusehen und Berichte im Internet zu lesen. Und dann ist es auf einmal ganz einfach, die Sucht zu besiegen. Das Verlangen, die Fresslust, ist ein wildes Gewirr an Gedanken, die alle kreuz und quer durcheinander schreien und diskutieren. Und das geht so lange, bis man endlich frei ist. Und man muss dieses Radio, diesen Sender einfach ausschalten. Und das ist machbar. Ja, Joan Ifland mit ihrem Lehrbuch. Sie hat da etwas in Bewegung gebracht, was sehr wichtig ist und was hoffentlich Schule macht. Wer die englische Sprache versteht, findet Informationen und Hilfe unter foodaddictionreset.com. Das werde ich noch verlinken. Die Lebensmittelhersteller wollen ihre Produkte verkaufen. Sie wollen Kontrolle über unsere Spiegelneuronen. Die Werbung sorgt dafür, dass die Nachricht uns nachhaltig beeinflusst. Alles hat seine Wirkung. Sowohl die Werbung als auch unsere Mitmenschen verleiten uns dazu, es ihnen nachzumachen und hochverarbeitete Nahrung zu essen. Andererseits kann man sich umprogrammieren, indem man sich eine Sippe anschließt, der man sich zugehörig fühlt, sodass einem die Versuchung, die überall lauert, nichts mehr anhaben kann. Gerade in der Weihnachtszeit ist das so schwer.
Joan Iflins Kinder sind ohne normales Fernsehen aufgewachsen. Es gab Netflix, YouTube und Filme ohne Werbung. Als ihr Sohn mit 6 oder 7 mal bei der Großmutter war, die normales Fernsehen hatte, stellte die Oma fest, dass der Enkel ganz fixiert war auf die Werbepausen. Er wollte wissen, was das ist und war von der Werbung total fasziniert. Es gab so viele Spielsachen, Süßigkeiten und so weiter, die er noch nie gesehen hatte. Und so etwas hat auf Kinder eine magische Anziehungskraft. Wir leben in einem toxischen Umfeld. Es gibt nicht nur an den Kassen der Supermärkte und an jeder Tankstelle mehr als genug Nahrung. Schlechte Nahrung? Ich weiß gar nicht, ob man das Nahrung nennen sollte. Und man kann diesem Einfluss kaum entkommen. Es wird irgendwann so kommen wie bei den Zigaretten. Die Zigarettenkontrolle begann in Kalifornien mit der ersten Nichtraucherzone in einem Restaurant. Politiker wollten in einem unverrauchten Flugzeug nach Hause fliegen, deswegen kamen Nichtraucherzonen in die Flugzeuge. Dann spendete die Robert Johnson Foundation in den 80er Jahren 500 Millionen US-Dollar. Das war damals sehr viel Geld. Und es folgten viele, viele Konferenzen, in denen über die Gefahren des Rauchens aufgeklärt wurde. Und so begann die Nachricht sich zu verbreiten. Und es gab immer mehr Nichtraucherzonen. Und wenn man nicht rauchen darf, raucht man weniger. So habe ich aufgehört. Und je weniger Orte es gibt, an denen man rauchen kann, desto mehr geht die Zahl der Raucher zurück. Vielleicht dient das als Vorbild für verarbeitete Lebensmittel. Automaten mit Süßgetränken werden immer mehr verbannt aus Universitäten und zum Beispiel, und es beginnen jetzt auch die Krankenhäuser mit dem Umdenken, denn dort gibt es diesen Dreck auch. Ja, da sagen manche Leute, die wegen einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen sind, ja, jetzt habt ihr dafür gesorgt, dass ich überlebe und dann füttert ihr mir diesen Müll. Und so ist es wirklich. Das eigentliche Schlachtfeld sind die Schulen. Die Kinder tragen einen reparierbaren Gehirnschaden davon, könnte man sagen. Es ist eine Art psychologische Kriegsführung und es geht um die Veränderung der Neuronen im Gehirn. Könnte man die Menschen überzeugen, dass falsche Nahrung bei kleinen Kindern tatsächlich Gehirnschäden verursacht, dann wären sie vielleicht motiviert, etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt immer mehr Schulen, wo ungesunde Snacks und Getränke verboten sind. Und die Eltern der Kinder stehen dann außen am Zaun und stecken Süßigkeiten und Snacks durch die Maschen. Man soll es kaum für möglich halten. Es ist ein enormes Problem. Und diese Kinder werden dann zu süchtigen Kindern und diese werden zu süchtigen Erwachsenen mit Übergewicht, Fettleibigkeit, Zivilisationserkrankungen und dann deswegen gilt das Motto, wehret den Anfängen. Wir können alle nur informieren und aufmerksam machen darauf, dass wir es mit toxischen Produkten zu tun haben, die Diabetes und Fettleibigkeit verursachen. Ja, das passt jetzt eigentlich zu den Festtagen, ne? Der warnende Zeigefinger, esst nicht so viel Müll in der nächsten Zeit. Ich wünsche euch wunderschöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr kein weiteres Video geben, aber im Januar geht es weiter in alter Frische. Bis dahin alles Liebe, alles Gute. Ich danke euch fürs Interesse und sage euch Tschüss und bis bald.